Na, ich mag dich nicht. Geh weg. So, habe ich denn noch... Ja, natürlich habe ich noch Supertränke. Bin ich bescheuert? Der Nudelstern steht an letzter Stelle. Oh, das habe ich... Wer hat denn das geschrieben? Ich glaube, das war Daniel. Der gute Nudelstern wurde zu noch einem besseren Nudelstern. Ich habe so gebrüllt vor Lachen. Einfach nur klasse. Sehr gut, Daniel. Der Boss sagt, das Schiff kommt, macht Geister sichtbar. Ja, und der Boss sagt auch, dass ich keine Domina bin. Also spring mich nicht so an. Domina möchte kämpfen. Hör auf damit! Zum Atem lehre ihm... Modres. Ich werde dich Modres lehren, du Schuft. Irgendwie so hieß das. Ich hab mir jetzt... Hier... Nicht ernsthaft... Den Arm voll geklickt mit meiner Cola. Ja, klasse. Warte mal, rechne mit 30. Ein Zmokon. Malaka? Pokon. Ja. Ja, ich bin Simsala. Oh, ich erinnere mich noch an diese Pokémon-Folge damals aus der ersten Staffel. Das war kurz vor der Pokémon-Liga, als sie da für die Pokémon-Liga trainiert haben und Ash mal wieder zu faul dafür war, dieser Lappen. Und ja, dann haben sie da in dieser komischen Ausgrabstätte da diese zwei Artefakte gefunden. Ich glaube, das war irgendwie ein Löffel und irgendwie so ein Zylinderteil mit... Keine Ahnung, es sah irgendwie wie so ein Einweg-Dildo aus dem 5. Jahrhundert aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die Folge mit diesem Riesengänger, mit diesem Riesensimsal und dem Riesenpummeluff. Ich fand die Folge klasse. Die hat sich damals aufgenommen, auf Video noch. Die Videokassette habe ich aber leider nicht mehr. Die hat meine Mutter weggeworfen. Weil wir hatten keinen... wir hatten nur noch einmal einen Fernseher, der steht bei uns so ein Ed im Schlafzimmer. Das ist eine ganz alte Kiste. Da hatten wir den einzigen Video-Dingsbums-Rekorder-Dingsbums noch dran. Schaff, ich ergebe mich. Und an den anderen Geräten hatten wir leider Gottes keine... Oh Gott. Keine, Kassetten-Dingsbums mehr. Es waren keine richtigen Videorekorder, die waren halt eben in den TV-Geräten integriert und sowas war damals Töfte. So, was haben wir denn hier? Es sind viele, viele Items. Ein Mondstein. Ich glaube, da drüben war noch ein Nugget. Und zwar... Hier hinten. Oh, ich weiß noch, als Kind bin ich immer in diese blöden Dinger reingerannt und mich davor aufgeregt. Ja, Nuggets, genau. 5000 Poké-Dollar, einfach so auf dem Boden. Oh, als Kind fand ich auch diese Musik hier drin schrecklich gruselig. Ihr müsst ja wissen... Damals hat sogar mein Vater mein Pokémon gezockt. Also, er hat damals... Oh, ich kann keine weiteren Items sagen. Wie kommt denn das? A, B, E, Plus. Habe ich denn irgendwie... Seni? Donnerblitz? Gut. Nein, wir hatten ja damals die rote, die blaue Edition. Mein Bruder hatte auch den Gameboy geschenkt bekommen. Ne? Der hat den fast nie benutzt aus irgendeinem Grund. Und was habe ich hier? Teleport. Den Scheiß kann ich dir eigentlich... die Tonne treten. Und ja, genau. Wir haben dann halt noch einen zweiten Gameboy gehabt. Und da hat mein Vater halt dann die andere Edition gespielt, die ich gerade nicht gebraucht habe. Und keine Ahnung, ich fand diese blöde Musik hier drin so extrem gruselig. Ich mochte die gar nicht. Eisstrahl kann ich eigentlich... Was habe ich hier? Steinhagel. Kann niemand lernen. Später kann das aus irgendeinem Grund Glutexual lernen. Triplette. Malaka? Ich bring dir mal Malaka bei. Das könnte eine Idee sein. Ja, und jetzt vorsichtig. Teleport. Teleport braucht keine Sau. Was habe ich da jetzt eigentlich für ein Ding gefunden? TM7. Hornbohr, genau, aber ja, Glutexo kann ich ja nicht erlernen. Gut, hier war aber noch mal ein Item irgendwo. Oder, nein, nein, das war eins unten, genau. Das Sonderbaum war eins drunter. Oh, diese ganzen Kindheitserinnerungen. Ich habe neulich ein Bild auf Twitter gesehen, das trifft es einfach nur so genau, wie man es eben nur treffen kann.
Wie sehr wünscht man sich in die Zeit zurück, als die schwierigste Entscheidung, die man zu treffen hatte, eben die Entscheidung war, welches Starter-Pokémon man nimmt. Bei Rot, Blau und Gelb. Oder eben nur Rot und Blau. Gelb, ihr wisst ja. Ja, das waren Zeiten. Damals, als es noch irgendwie was total Besonderes war, wenn man die Nacht durchgemacht hat und so weiter. Das waren schon Zeiten. So, ich glaube, wir müssen trotzdem noch eins weiter runter, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir hin müssen. Muss ich noch eins runter, oder? Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ich mache hier mal eben kurz Beschleuniger. Beschleuniger, die Musik hört sich zwar scheiße an, mir aber egal. Ich glaube, hier war ich richtig. Guten Tag. Bin ich hier richtig? Beim Straßenhandel? Alarm, Eindringlinge! Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Slimer. Dumbo. Ja, und jetzt eine Glut. Ja, das tut gut. Ah, super, ausgerechnet Kratzer. Slimers rechtes Auge guckt geradeaus und Slimers linkes Auge von uns aus gesehen guckt nach oben. Finde ich gut. Na gut, dann eben weiter. Ah, Kratzer wird nicht mehr blockiert. Sehr schön. Für die Töfte. Swaggon hat eine gute Spezialverteidigung, wie es aussieht, aber das wird dir nichts nützen. Mir ist es übrigens auch scheißegal, wie viele Leute Pokémon gucken. Ich liebe dieses Projekt einfach nur. Allein schon wegen der Nostalgie. Grad ist es einfach mein hochgradig Lieblingsprojekt. Mein hochgradig Lieblingsprojekt. Mhm. Sehr gut, Chris. Das könnt ihr mir nicht kaputt machen. Das kann mir keiner kaputt machen. Das wird immer mein Lieblingsprojekt sein, solange es dauert. Ich konnte ihn nicht stoppen. Kacke. Die mit ihren Overalls. Was ist hier? Ein Hypertrank. Da habe ich ernsthaft einen Hypertrank gefunden. Whoop. No. Das ist ja nochmal so ein Lappen. Was willst du hier überhaupt? Du hast ja gar nichts verloren. Kleine Kinder haben ja nichts verloren, nur Lappen. Ja, hörst du mal auf mich Lappen zu nennen? Lappen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen Fenster auf und Fenster zu. Gerade Fenster aufgemacht, vorhin wieder Fenster zu und so weiter und so fort. Das ist witzig. Das ist witzig. Zeig mal, kriegen wir jetzt mal ein neues Level. Ich kann mittlerweile aber auch wieder Fenster offen lassen. Fenster offen lassen. Ich muss nicht mehr mit S reden, ich rede jetzt mit F. Radikal wurde befiegt. Matumbo erhält 471. Rocket wird Radikal in den Kampf ticken. Möchtest du den Kampf Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. Pokémon Rocket setzt Radikal ein. Ich bin Scott Merkison und ich habe Diabetes. Mach dich nicht über meinen Diabetes lustig. Ja, wieder zu viel South Park gesehen. Na also. Level 30. Kriegst du auch mal eine neue Attacke hier? Höflich nachgefragt. Die Antwort von Radfatz. Nein. Das kann nicht funktionieren. Nein, also hier war ich falsch. Gut. Na gut, dann gehen wir nochmal raus kurz. Den Weg kann ich auch schnell laufen. Ich muss schnell zur Pokémon-Center. Und dann denke ich mal sowieso, dass der Part vorbei ist und ja. Das sieht aus wie so ein Ei. Na gut. Willkommen in die Pokémon-Szene. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder Fiete. Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Meine Fenster sind schon wieder so dreckig. Muss ich Fenster wieder die nämlich putzen. Unglaublich. Unglaubliche Begebenheiten hier. Na, 5 Minuten habe ich noch.
Na 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 na. Da 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 da. Ja, was ich vorhin sagen wollte mit dem Fenster. Ich kann das Fenster jetzt mittlerweile mal wieder ein bisschen aufmachen. Das war vor ein paar Wochen noch extrem schlimm. Wisst ihr, wenn man im Haus nicht der Einzige ist in meinem Alter, sondern da auch noch ein paar andere wohnen. Und diejenigen meinen, bei offenem Fenster machen zu müssen. Und das hört man an den Aufnahmen. Das habe ich nämlich gehabt. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Da habe ich eine Testaufnahme gemacht, da wollte ich mich aufnehmen, aber habe ich das Fenster offen gelassen, weil es scheiße warm war. Und was hört man im Hintergrund? Richtig. Ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ich darüber war. Und ich konnte einfach nicht aufnehmen, weil das Fenster... Wenn das Fenster zu war, war es zu warm und ich habe mich nur auf die Hitze konzentriert. Und wenn das Fenster offen war, dann konnte man die Aufnahme in die Tonne treten, weil sonst kannst du das nicht auf YouTube hochladen. Es geht ja als halber Porno, was ich da auf Ton hatte. Aber jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Ganz selten nur noch, dass ich dann abwarten muss, bis die da unten mal endlich wieder zur Ruhe kommen. Es ist extrem schlimm, vor allem wenn ich telefoniere oder Skype und die Leute mich da fragen, was geht denn bei dir da im Hintergrund ab? Und ich so, ich kann nichts dafür! Es ist schrecklich. Diese Wände hier in dem Haus sind einfach so zu dünn. Na, was hab ich? Ich hab verloren. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber in einem Mehrfamilienhaus wohnt und die Wände einfach nur scheiße dünn sind. TM10, was willst du mir da wieder andrehen? Dann hört ihr alles. Ich höre das Gegröle von dem kleinen Kind neben meinem Zimmer. Risiko-Tackle. Ich glaube, einen Risiko-Tackle kann ich nicht gebrauchen. Nein, ich höre das Gegröle von dem kleinen Blach in der Nebenwohnung. Ich höre den Köter von unten. Ich höre, wenn der da unten seine Freundin zu Gast hat. Ich höre, wenn die Obermieterin meint, singen zu müssen. Ich höre alles. Wirklich alles. In diesem Haus hörst du alles. Ja, toll, da liegt ein Sonderbonbon, ich kann es nicht aufnehmen. Schönen Dank auch. Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Ach komm, ich setze einfach den Hypertrank ein. Es ist schlimm. Im Sommer ist es schlimm. Schlimm. Sonderbonbon. Sprecht mir alle nach. Schlimm. Und jetzt genug aus Chris erzählt aus seinem Leben. Matumbo, 32. Lern mal was Vernünftiges, du Scheißviech. Gut, 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 gut. Na komm, kämpf mit mir. Halte dich aus dem Team Rock Tankenlinge raus. Die Domina möchte kämpfen und hat sein Rad frat sein in den Kampf. Ja, das kann der Super werden oder der totale Oberkrampf. Es funktioniert überhaupt nicht. Scheiße. Die Geschwindigkeit eines Radfrats mit Ruckzuckhieb ist eigentlich so. Ja. Die Stärke. Bei Radikal ist es einfach nur so lange zu überleben, bis du einen Hyperzahn einsetzen kannst und deftigen Schaden austeilen kannst. Keine Ahnung, ich habe damals so versucht, so ein Tank-Radikal mit Hyperzahn. Eisstrahl, Donnerblitz und noch eine Attacke. Es war einfach nur so OP. Als Normal-Pokémon kann das Viech einfach alles erlernen. Das war scheiße. Es war einfach nur so... Boah, da habe ich das Viech auf Level 80 und du hast die Pokémon-Liga mit dem Viech alleine durchgemacht. Bei den Geist-Pokémon hat man zwar vielleicht ab und zu ein bisschen Hilfe gebraucht, aber da hat eigentlich Donnerblitz und Eisstrahl relativ gut funktioniert. Noch ein paar AP, Elixiere und so ein Scheißtrick und dann hatte ich eigentlich keine Probleme mehr. So, gut, hier könnten wir theoretisch noch runtergehen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Chris, bis dann, tschüss. Das war die schlimmste Abmoderation, die ich jemals hatte. Unglaublich.